Liebe Zuschauer, hallo zu den Sport 1 News. Wir starten direkt im höchsten Tempo die Meldungen des Tages im Überblick, der Newsflash. Tresch nach Wolfsburg. Der Wechsel von Christian Tresch vom VfB Stuttgart zum VfL Wolfsburg ist offenbar perfekt. Nach Informationen der Bild-Zeitung haben sich die beiden Vereine auf einen Transfer geeinigt. Die Ablöse soll bei rund 10 Millionen Euro liegen. Tresch hatte in Stuttgart noch Vertrag bis 2012. Eine vom VfB angestrebte Verlängerung lehnte der Defensiv-Allrounder ab. Tresch hatte seine Wechselabsichten schon länger verdeutlicht. Jetzt sind sich offenbar auch die beteiligten Vereine einig geworden. Bauermann freut sich auf Nowitzki. Die Zusage von NBA-Champion Dirk Nowitzki für die Basketball-EM sorgt im deutschen Lager für Zuversicht. Ja, für die Mannschaft ist es natürlich ein großer Tag heute, weil er unsere Chance, eine gute Europameisterschaft zu spielen und vielleicht auch dem großen Ziel Olympia-Qualifikation näher zu kommen, natürlich weiterhilft. Neben Nowitzki wird auch Chris Kaman, Center der Los Angeles Clippers, für Deutschland auflaufen. Das Bauermann-Team avanciert zum Titelkandidaten. Ja, wir haben sicher dann mit den beiden NBA All-Stars, den beiden deutschen NBA All-Stars, auf den beiden Positionen 4 und 5, die Besten bei diesem Turnier, die beiden Besten bei dieser Europameisterschaft. Das Turnier in Litauen beginnt am 31. August. Auf Dirk Nowitzki und Co. wartet zum Auftakt Israel. Sport 1 überträgt die Europameisterschaft live. Lucio verlängert bei Inter. Der ehemalige Bayern-Star Lucio hat seinen Vertrag beim Serie-A-Club Inter Mailand vorzeitig um 2 Jahre verlängert. Der brasilianische Abwehrspieler unterzeichnete beim italienischen Spitzenclub einen Kontrakt bis 2014. Lucio wechselte 2009 vom FC Bayern München nach Mailand. Er holte mit den Italienern in seiner ersten Saison die Champions League durch ein 2:0 gegen seinen Ex-Club Bayern München. Das war's für den Moment mit den Sport 1 News. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.